Matthias Hilbrand, als sehr junger Gemeinderat jetzt 100 Tage im Amt zur Riedbrieg. Wie fühlst du das so? Also? Es fühlt sich ganz gut an. Es gibt auch immer Sachen, die einem herausfordern, gerade auch als Junge, wenn man sich darf, muss, selten einarbeiten. Das ist dort gut, dass man auch merkt, man kommt in sehr viele Bereiche drin, wo man sonst viele nicht drin singen. Und man lernt halt auch sehr viel. Man lernt sich durchzusetzen in Erwachsenenkreisen. Und da schaut dann nachher niemand mehr auf die Eltern. Am Anfang schauen sie immer, oh, da kommt ein Junge. Und dann merken sie, oh, der ist viel besser belesen, wo man sogar selbst ist in der Stelle. Und dann fängt man sich einfach durchsetzen. Und das gibt einem so kleine Erfolgserlebnisse. Und das motiviert einen weiterzumachen, auch wenn es dann nicht ganz immer leicht ist. Kann er noch an die erste Sitzung erinnern? Da war ja sicher eine Departementsverteilung. Wie war das damals? Also ich bin sehr aufgeregt gegangen. Ich habe gedacht, was erwartet mich. Das war noch in einer Altlegislatur. Es war eher so eine konstituierende Sitzung, wie du hast schon richtig gesagt hast, es geht um die Departementsverteilung. Da bin ich halt da gegangen, ein bisschen unwissend, wie es halt so vor sich geht. Und direkt ist eigentlich der Druck abgefallen. Ich habe mich direkt in dem Sitzungszimmer wohlgefühlt. Und wir fünf Gemeinderäte haben direkt sauber zusammengeschafft. Und die Departementsverteilung ist dementsprechend auch lockerer aus der Hüfte gegangen. Hast du das Departement verkauft, hast du wollen? Ja, mein Wunsch war immer, dass ich die Jugend und Kultur unter mir habe. Und das ist auch so gekommen. Dazu ist dann auch das Gesundheitswesen gekommen und die ganze Abfallentsorgung, das Deponiewesen. Und das liegt mir eigentlich auch sehr gut. Gesundheit ist ja speziell. Der Gemeindepräsident ist ja Direktor vom Altersheim zur Riedbrieg. Wie ist denn da die Zusammenarbeit? Die ist sehr gut. Wir haben jetzt die erste Stiftungsratssitzung noch nicht gehabt. Aber so wie ich das bis jetzt in der Stifterversammlung habe erlebt, er ist da nicht im Interessenkonflikt. Er tut das übertrennen. Ich bin also da von der Gemeindebehörde und er ist da als Heimleiter. Das geht ohne Probleme, oder? Muss man dann nicht ein bisschen schmunzeln als Gemeinderatskollege, wenn man da zusammen ist? Es ist vielleicht am Anfang schon speziell, aber der Urban macht das sehr gut und er macht die Trennung wirklich strikt. Also von dem her kann das auch eine grosse Qualität sein, wenn man halt auch als guter Heimleiter auch weiss, was in der Gemeinde so vor sich geht. Also als Background-Wissen natürlich nie als Zielkonflikt. Oder auch als, umgekehrt als Gemeinderat, wenn man weiss, was beschäftigt ist, ein Altersheim, was sehr wichtig für den Standort der Riedbrieg ist. Was beschäftigt eigentlich so eine Wohngemeinde? Jetzt bist du Gemeinderat von einer mittelgrossen Gemeinde. Das heisst, der Gemeinderat muss da viel auch selber machen. In einer grossen Stadt hätte man ja da auch noch Mitarbeiter in einer Verwaltung, die man schon abnehmen. Und merkst du das? Das merkt man schon, aber wir haben jetzt eine sehr gute Verwaltung, muss man sagen. Sie ist klein, aber fein. Das ist wirklich, die machen das super. Er ist ein Gemeinschreiber, ist sehr ein kompetenter Mann und das nimmt halt schon einem Gemeinderat sehr viel weg. Ich sage immer, ein guter Gemeinschreiber ist wie so ein sechster Gemeinderat und ist, glaube ich, Gott um einiges wichtiger als ein Gemeinderat, weil da alle Fäden laufen eigentlich über den Gemeinschreiber. Ein guter Gemeinschreiber kennt auch die Gemeinde, weiss, was in den verschiedenen Departementen läuft. Und das ist eigentlich der schlussendlich auch jetzt ganz Puzzleteil ein bisschen zusammenhält. Also das Gemeindepräsidium, in so einer Gemeinde wie Riedbrieg in der Grisse, sagen wir ja 60-70% ist das mindestens ein Gemeinderatsmandat. Wie viel Zeit nimmt ihr das in Anspruch, wenn du das so zusammenrechnest? Es ist halt immer unterschiedlich, das weißt du hier beim Radio genauso. Es gibt immer Zeiten, die halt strenger sind und Zeiten, die halt ein bisschen lockerer sind. Es gibt halt, wenn mal ein Problem ist, dann kannst du eine lange Woche haben, dann hast du x Sitzungen, dann hast du auch vielleicht noch 2-3 GVs, die du besuchen von Vereinen. Das ist auch immer ein schöner Anlass, wenn du dann die Vereine drin bist. Aber dann gibt es halt eine Woche, wo du wirklich nicht so viel zu tun hast, außer eben die ordentlichen Sitzungen vom Gemeinderat alle 2 Wochen. Aber sonst so, es ist halt immer. Du kannst nicht also sagen, du schaffst pro Woche 12 Stunden. Das kann man so nicht sagen. Sie hat mal mehr los, sie weniger. Das ist halt je nachdem, was für Probleme, was für Projekte das anstehen und auch was für GVs und alles. Wie bringst du das unter einen Hut? Du bist ja Maturant, die Prüfung hast du jetzt auch vor der Tiere. Wie machst du das? Es ist Organisationsmanagement. Ich mache jetzt im zweiten Semester parallel zum Gemeinderatsmandat die besseren Noten. Vorher, ich hatte so eine Freundin, schon seit, wir sind jetzt 8 Monate zusammen und das ist eigentlich Organisationsmanagement. Am Anfang, im ersten Semester, habe ich vielleicht nicht so gut geplant. Jetzt, als ich unter Druck stehe und das Gemeinderatsmandat unter den Hut bringen sollte, kommen plötzlich die Noten. Und dann merkt man, dass das Management sich verbessert hat. Und das ist doch auch eine Qualität, die das Amt uns gibt, dass man darin wachsen kann. Und das merke ich an mir, ich wachse tagtäglich an diesen schönen Aufgaben. Würdest du das so mal jung empfehlen, in der Politik zu gehen, so jung wie jetzt du bist, jetzt bald erst 20-Jährige? Auf jeden Fall, weil los, eine Umsetzung vom Raumplanungsgesetz betrifft primär unsere Generation. Und ich glaube, darum hat unsere Generation auch ein Recht darauf,
davon mitzureden. Wir haben weniger Lebenserfahrung, ja, und das muss man sich bewusst sein. Man wird nicht alles direkt kennen, wie es läuft. Aber vielleicht wird darum der jugendliche Spirit, Esprit, der einfach das Engagement, das vielleicht die älteren Leute nicht haben, die sind vielleicht noch eher auf das Alter bedacht, wir sind mal bereit, etwas Neues zu wagen. Und sie ist auch bewusst, was für Probleme beschäftigen die Jungen. Und ist die Umsetzung von dem Raumplanungsgesetz zu Friedberg wirklich verträglich mit der Jugend? Oder da kann man da ganz eine andere Perspektive drin bringen. Und eine Demokratie lebt ja von der Vielfalt, auch von den Generationen und von einer kulturellen Gruppe. Hast du das Gefühl, dass sich die Jugend zu wenig interessiert für Politik? Nein, auf jeden Fall nicht. Es liegt einfach nur daran, dass man zu wenig Vertrauen gibt. Ich meine, mir hat die Riebriger Bevölkerung das Vertrauen gegeben und jetzt interessieren sich sehr viele Jugendliche, nicht nur im Briegerberg, für die Belange von der CVP, von meiner Partei, aber auch von anderen Jungpartien. Die Leute merken, ja, als Junge kannst du ja etwas bewirken. Aber die Leute müssen halt auch bereit sein, den Schritt zu gehen und das Risiko zu einem gewissen Teil auch einzugehen. Aber das geht mir ja mit jedem Gewählten, unabhängig vom Alter. Es kann ja ein 60-Jähriger ein Schluder sein. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Darum bleibt man einfach aus der Deichweise, aus der falschen Deichweise rausgekommen, dass Jugendliche per se einfach schlechte Politiker sind, weil Lebenserfahrung, das fehlt ja. Dafür hat man aber Engagement, eine neue Perspektive und vielleicht die Sorgen von einer, sagen wir mal, aus Sicht von einer vertretenen Rat nur Minderheit. Was bekommst du so für Reaktionen, wenn du sagst, du seist Gemeinderat? Also es macht Eindruck, das sicher. Es hat aber weniger mit meiner Person zu tun, sondern eher auch mit, dass so ein Junge da reinkommt. Aber ich glaube, das ist ganz eine wichtige Rolle, die mir jetzt zum Teil kommt. Das kann mir auch dir zum Teil ein Stück mehr oder irgendjemand anderes. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich bin sicher nicht hyperintelligent, sage ich immer. Ich bin einfach, sagen wir, durchschnittlich intelligent. Und das sollte eigentlich den Leuten zeigen, dass, wenn irgendein Double das sich will interessieren, schafft er das auch. Und das hat eigentlich schlussendlich auch nichts zu tun mit der Lebenserfahrung oder mit dem IQ. Wir müssen einfach Engagement zeigen und Willen zeigen und dann kann jeder seinen Platz finden und sich jeder engagieren. Wie siehst du deine politische Zukunft? Also ich lege mich da nicht fest. Ich tue jetzt zuerst mal die Legislatur von diesen gut bald 3,5 Jahren noch fertig machen und versuche meine Aufgaben, die ich bekomme, gut zu lesen. Und niemand kann wissen, was in 3-4 Jahren ist. Darum lege ich mich da noch nicht so fest. Wenn es mir gefällt, gehe ich den Weg weiter und wenn ich denke, jetzt habe ich genug Politik gesehen, dann höre ich auf. Aber ich lege mich da nicht fest, ich will ja in der Aufgabe wachsen und dazu gehört euch eben offen zu sein für das, was noch passiert und nicht schon direkt sagen, ich will Bundesrat werden, weil das ist ganz sicher nicht meine Ambition. Die CVP ist aber ein Versuch nach jungen, guten Leuten. Im Staatsrat gibt es ein paar Jahre jetzt keinen Sitz für die CVP Oberwollens. Wenn da noch etwas nachrutscht, wird ja der Weg euch schon vorgezeichnet, für innerhalb von einer Partei nachzurutschen, nicht? Ja, das kann niemand sagen. Zum Beispiel, ich bin euch in einen Gemeinderatswahlkampf eingestiegen, ohne Ambitionen. Ich habe gedacht, die Chance ist gleich null. Das hat mir auch die Parteileitung so gesagt. Ich bin sozusagen als Wasserträger drin. Ich habe natürlich mein Vollgas gegeben, habe mich beweisen mit einem guten Resultat. Und daraus ist es sehr gut geworden. Das hat aber nicht allein mit meiner Person zu tun, sondern sicher auch immer mit der Konstellation. Und darauf will ich eigentlich hinaus zurück zu deiner Frage. Ich weiche nicht aus wie ein typischer Politiker, sondern es hat alles einen Sinn. Warum ich das sagen will, wir müssen immer am richtigen Ort, am richtigen Platz sein. Weil es geht nicht nur, wenn man die richtige Person ist. Es gibt ganz viele Bedingungen, die wir zusammenspielen müssen, dass das schlussendlich klappt. Und darum kann ich euch nicht sagen, dass ich nach 4 Jahren plötzlich vielleicht doch meine politische Karriere an den Nagel heiche und eine Karriere als Profiboxer starte. Also zur rechten Zeit am rechten Ort, das bist du gewesen, der Frederik Favko, jetzt im Staatsrat, der ist und auch noch sehr jung ist, oder? Der ist sicher sehr jung, aber das zeigt ein sehr schönes Bild in unserer Gesellschaft. Der Macron ist ein anderes Beispiel in Frankreich. Es gibt einfach sehr viele junge Leute, die das Vertrauen von der Bevölkerung bekommen. Wie ich vorher gesagt habe, ist aber das Vertrauen sehr, sehr wichtig, dass die Jugend sich entfalten kann, beitragen zu Lösungsfindungen. Das wollen wir ja eigentlich. Aber das frustriert halt die Jungen schon, wenn man sagt, ja, du bist zu jung für so etwas. Das stimmt einfach gar nicht. Ab 18 wir genau die gleichen politischen Rechte wie jeder andere. Und das ist eine Frederik Favre, der ein paar Jahre älter ist, als ich, ist verhältnismäßig auch jung für sein Amt. Und dem hat man das Vertrauen gegeben. Und ich glaube, das zeigt euch das Bild, was ich jetzt hier im Wallis langsam zeigt, dass aber die Bevölkerung checkt, ja, die Jugend gehört genauso zur Gesellschaft, wie die älteren Zeitgenossen.